Ja, hallo. Liebe Freunde, heute ist es der 15.07.2020 und es ist 15 Uhr nachmittags. Hallo, etwas dunkel heute schon. Heute hat es geregnet, gestern waren es 28 Grad. So, heute. Hallo, ihr Lieben, hallo. Teilt das Video, lasst uns mal sprechen. Hallo, Mike, hallo, hallo. Ach so, ich schreibe erstmal wieder was rein, sonst sehe ich eure Kommentare nicht. Moment. Ich schreibe mal Hallo. Zack. Und jetzt sehe ich auch euch. Hallo Holly, hallo, hallo, hallo. Jetzt sehe ich euch erst. Hallo. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Als erstes wollte ich mich mal bei euch bedanken, weil das Lied, das ich geschrieben habe, das genug. Scheint wirklich euch gut gefallen zu haben. Hallo Peter. Hi Nils, hallo, kommt rein. Mike, hallo. Peter, ja, guten Morgen. Ja, genau, guten Morgen. Ja. Ann-Christine, hallo Ann-Christine. Gute Besserung. Ne? Silke, hallo, hallo. Also danke nochmal allen. Renate, hallo. Für, ja, Kagdila, Andrei. Mir geht's soweit ganz gut. Heute habe ich ein bisschen Muskelkater. Ich war ja gestern rudern. Die meisten glauben das nicht, aber ich ruder stark. Ich habe gute Muskulatur, ja. halt mich fit. Renate, tolles Lied. Ja, dafür wollte ich mich bedanken. Also es ist schon fast 7000 Mal aufgerufen worden auf Facebook, auf YouTube auch um die 2000 Mal, auch auf Telegram ein paar tausend Mal. Also wenn ihr das noch weiterschicken wollt, schickt das ruhig bis zum 1. August, so oft ihr könnt, damit in Berlin am 1. August auch so viele Menschen wie möglich da sind. Und zwar, was ich gut finde, da werden ganz viele verschiedene Menschen da sein. Also Leute, die sich für das Grundgesetz einsetzen, Leute, die impfkritisch sind oder auch Impfgegner. Dann werden die Motorradleute da sein, die kommen mit 30.000 Fahrern. Ich werde auch auf dem Wagen da sein. Wir gehen vom Brandenburger Tor aus und ich werde singen und reden vom Wagen aus und ziehen dann um 15:30 Uhr alle zum Tempelhofer Flugplatz. Petra, dein Lied ist der Hammer. Danke, Petra. Danke. Ja, teilt das Lied. Ihr könnt es euch auf hearthis.at, das ist auch sowas wie SoundCloud, auch runterladen. Da habe ich den Link ja auch unterm YouTube-Video des Liedes genug auch reingestellt. Das kann man also runterladen. Ich überlege, ob ich auch eine Karaoke-Version mache, sodass es jeder singen kann auf jeder Demo oder abspielen lassen kann. Ich weiß es nicht. Habe ich schon überlegt, ob ich da eine Karaoke-Version mache mit dem Text, sodass man das auch selber singen kann, notfalls. Schön, dass du dabei bist. Hello, Josie. I hope you're fine. Everything is fine in Great Britain. Yeah, we're gonna meet here on the 1st of August for all our rights. Yeah, just be always aware what happens around you. That's very important. Ja, hallo Silke und so weiter. Okay, heute heißt ja die Sendung Angst vor der Konfrontation. Wenn man also manchmal im Leben eine Situation hat, die sehr traumatisch ist, dann spaltet man das oft irgendwo ab in seinem Kopf und denkt, okay, damit kann ich nicht umgehen. Und ganz oft zu sehen nach Vergewaltigung oder auch Missbrauch mit Gewalt, dass du einfach weiterleben kannst ohne. Danke, Renate, ja. Hallo, Pavel, hallo. Johannes, hallo. Also, was passiert nach einem traumatischen Erlebnis? Dann spaltet das Gehirn sich so ein bisschen ab, ja, dein Geist und dein Körper sind auch nicht mehr so im Einklang, weil das, was dir widerfahren ist, da könntest du gar nicht mehr so überleben im richtigen Sinne mit dem, was vorgefallen ist. Und das ist auch in einer traumatisierten Gesellschaft, wie der Herr Franz, Dr. Franz Ruppert sagt, auch der Fall. Das heißt, wir sind alle auf die ein oder andere Weise traumatisiert und
versuchen, dieses Gefühl abzuspalten, wegzulegen und weiterzugehen. Ja, einfach diese Normalität, diese Normopathie, die ja eigentlich eine Krankheit ist, und zwar nicht zu sagen, hey, das ist etwas, was mich traumatisiert. Ich hatte ja schon mal neulich über Folter geredet. Das ist jetzt aber hier ein anderes Thema. Das heißt, was passiert mit dir, wenn du also Nachrichten hörst, die du absolut ablehnst und sagst, das ist eine Verschwörungstheorie, das kann nicht sein, das darf nicht sein, das ist falsch, das steht doch nirgendwo, wo hast du das gelesen und so weiter. Also da, weil ich habe erkannt, dass oft Menschen, die also nicht in unserer Aufklärungsblase sind, sondern also ganz normale Menschen sind, die da auch kaum normale, in Anführungszeichen, also normopathische Menschen, würde ich sie bezeichnen, die einfach weitermachen und die Qual gar nicht bemerken, weil sie wissen, dass es noch mehr Qual geben kann, wenn man sich aufbäumt, auflehnt und aufsteht. Gestern war so ein Beispiel und ich habe diesen Thread jetzt vorhin gelöscht, weil, wie gesagt, ich halte nichts davon, wenn man das Ego hier großartig mit reinbringt, sein eigenes Ego. Es geht hier nicht um unsere Egos, es geht um die Zukunft unserer Kinder und unsere eigene Zukunft auch. Das heißt, das Ego ist erstmal gar nicht an erster Front überhaupt zu stellen, sondern eher weiter hinten und eher. Sagen wir mal so, dass die Menschheit einfach anfängt, aus philosophischer Sicht vielleicht auch oder aus spiritueller Sicht, wie man es sehen möchte, einfach anfängt zu kommunizieren, wieder zu kommunizieren. Denn die Kommunikation, wie ich das auch schon in vorherigen Videos auch erklärt habe, die kommt ja nur von einer Seite. Die Kommunikation ist also durch die Fernsehgeräte und die Zeitung kommen sie an euch, an Millionen, Milliarden von Menschen. Und das scheint eine Realität zu sein. Und die ganzen Aufklärungsversuche der anderen Medien, und zwar der inzwischen fast ebenbürtigen oder vielleicht sogar noch besser informierenden Medien, die da auf der ganzen Welt und nicht nur in Deutschland, das Verschwörungstheoretiker gibt es auf der ganzen Welt natürlich, und zwar inzwischen in millionenfacher Ausgabe. Also wir haben Millionen von Menschen, die Verschwörungstheoretiker genannt werden. Millionen, wenn nicht sogar schon Hunderte von Millionen weltweit, die aufklären über die Impfgeschichten, wie viel da drin ist, was uns schadet und so weiter. Die aufklären, dass die Grundgesetze und Menschenrechte nicht eingehalten werden. Die aufklären, wie viel Geld überall hinfließt und so weiter. Das sind inzwischen schon wirklich aber Millionen von Menschen, die darüber aufklären. Und ich finde das wahnsinnig gut, absolut hilfreich, um voranzukommen. Ich finde auch jeden, der jetzt so langsam aufwacht, wie zum Beispiel nehmen wir einen Herrn Schiffmann, Bodo Schiffmann, der ja eindeutig, wo man eindeutig erkennen kann anhand seiner Videos, wie er selbst aufgewacht ist. Und er hat viele, viele Menschen mit reingenommen, die selbst mit aufgewacht sind. Gut, da gehören wir jetzt nicht dazu, ihr, die hier zuguckt, hallo Ilonka, hallo Martin, ihr gehört damit meistens nicht dazu, weil ihr ja schon länger euch damit beschäftigt und deswegen können wir ja nur zugucken, wie ein Teil der Menschen dort aufwacht, ein Teil der Menschen dort erkennt, dass diese Einbahnstraße der Informationen, also die weltweit an uns herangetragen wird und jetzt durch diese Pandemie-Geschichte, die WHO hat halt einfach die Regeln geändert, gemeinschaftlich natürlich mit der UN, die beides also komplett undemokratisch sind. Also mit uns hat das nichts zu tun, mit der Weltbevölkerung. Die haben das einfach selbst so erarbeitet unter sich. Das wurde nicht gewählt von keinem, auch nicht der UN-Migrationspakt, auch nicht die Agenda 2030 und auch nicht Buna Andra. Mege forte bine și explic la oameni ce se întâmplă aici și să fie deschis în cap. Te pup.
Verbinden statt spalten, sagt Martin, absolut richtig. Und so müssen wir also erkennen, überall wachen gewisse Leute auf. Manche sind, ich nenne sie dann immer wütende Systemlinge, ja, die sagen, oh, ich kann meine Meinung nicht mehr sagen, warum kann ich das auf einmal nicht mehr? Dabei war es noch nie wirklich so, dass es verboten wurde, seine Meinung zu sagen. Aber das hat ja auch was viel mit der Gesellschaft zu tun und natürlich mit den Medien, die nicht alles aufdecken und abdecken und auch gar kein Interesse haben, alles auf- und abzudecken, weil sie ja auch Interessen vertreten. Nochmal, wenn man das runterbricht auf alles, ist das Finanzsystem also die Wurzel des Übels, denn dahin fließt überall Geld. Überall Geld und je mehr Geld irgendwo hinfließt, wie zum Beispiel jetzt von unserem Herrn George Soros, der jetzt, ne, vorher waren es nur Verschwörungstheoretiker, die gesagt haben, boah, George Soros, Mann, hey, der ist doch da mit drin bei Black Lives Matters, ne? Und dann haben die gesagt, was, ihr seid doch Spinner, nein, Black Lives Matters kann ja gar nicht sein und so, der ist doch ein Weißer und auch noch von der Elite. Ja, aber jetzt ist halt, leider kommt ja alles nacheinander raus. Also alles die Aufklärer, die das seit Jahren sagen, Jahrzehnten inzwischen sagen, das kommt, also ploppt ja alles raus. Ich habe ja gesagt, der Eiter, also der Pickel ist jetzt ausgedrückt und jetzt kommt ganz viel raus. Boom! An jeder Ecke, oh, jeden Tag ganz viel Eiter überall. Und dann denkst du, wow, was ist hier? Naja, auf diesen Pickel, der voller Eiter war, haben wir natürlich schon längst aufgeklärt. Deswegen sind wir alle ganz entspannt und warten ab, dass immer mehr Menschen also dran teilnehmen. Und ich habe eine gute Nachricht. Ich denke, dass die kritische Masse demnächst erreicht ist. Das heißt, demnächst, was bedeutet demnächst? Ich bin keine Hellseherin, aber so wie ich das einschätze, da ich zu dieser Bewegung ja schon lange dazugehöre, würde ich sagen, wir haben noch gute 2 Jahre, vielleicht auch 3. Vielleicht geht es auch schneller, je nachdem, was für Teile hier noch. Entschuldigung, aber das muss man so sagen. Ich weiß, dieses Bild ist nicht kein schönes Bild, das ich jetzt darstelle. Aber mal gucken, wenn ein Teil davon, was da rauskommt, also kann alles verändern. Weil es gibt ja immer mehr solche kleinen Teile, die da jetzt hochploppen. Martin, bis zur Bundestagswahl. Ja, Martin, das werden wir sehen. Hani, nein, ich glaube leider noch nicht dran. Ja, naja, also es geht nicht um Glauben, es geht darum, um es zu wissen. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht, die Menschlichkeit zu bewahren, bevor die Transhumanisten uns also wirklich mit den Fakten, die wir ja, passt mal auf. Diese Menschen, die hier also ihre eigene Illusion, ihre eigene Simulation, ihre eigenen Träume auf uns sozusagen oder uns vorschreiben, wie es ge zu gehen hat. Diese Menschen sind selbstbewusst und teilweise sogar ziemlich ehrlich, um wahr zu sein. Wenn du also auf die Seite ID 2020 gehst oder auf die Seite von dem World Economic Forum, das uns alle Humankapital nennt und inzwischen fast in allen Personalbereichen HR heißen, also Human Resource und Human Recruiting, wir sind Humankapital, ja, das müsste ja eigentlich jetzt jeder wissen. Der nächste Kanzler wird eine App, sagt Peter, ja, richtig. Martin, Ziele setzen sind wichtig, Bündnisse schmieden. Ja, also Hani, nicht aufgeben, nein, 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 das sieht sehr gut aus, denn am 1.8., und da bitte ich euch alle aufzurufen, alle Freunde, die ihr habt, und zu sagen, sie sollen nach Berlin kommen, da kommen ziemlich viele zusammen. Also nicht nur ein paar Spinner, Verschwörungstheoretiker, nein. Renate, ich hoffe, bei den nächsten Wahlen fällt die alte Regierung. Leute, ihr könnt nur euch selbst wählen. Ihr seid der Schlüssel für alles da draußen. Ich bleibe jetzt einfach mal in dem Thema. Also, sie selbst ernannten Eliten, die hier zum Beispiel wie der George Soros mit 220 Millionen Dollar, hier, ich lese mal kurz vor, da.
Um die historische Bewegung dieser Nation in Richtung Rassengerechtigkeit zu unterstützen, kündigen die Open Society Foundation heute Investitionen in Höhe von 220 Millionen Dollar in aufstrebenden Organisationen und Führungskräfte an, um schwarze Gemeinden im ganzen Land aufzubauen. Der größte Teil dieser Unterstützung, 150 Millionen US-Dollar, wird durch eine Reihe von fünfjährigen Zuschüssen an schwarzen geführte Justizorganisationen gewährt, die dazu beigetragen haben, die Dynamik in Richtung Rassengleichheit zu schaffen. Open Society wird auch eine Reihe erheblicher Investitionen in Höhe von insgesamt 70 Millionen Dollar in unmittelbaren Bemühungen zur Förderung der Rassengerechtigkeit tätigen. Nochmal. Ja, also ich bin ja ein Menschenliebhaber, ich liebe alle Menschen, auch natürlich die Schwarzen, völlig klar, also gar keine Frage, das brauchen wir gar nicht diskutieren. Was Sie hier machen, ist reiner Rassismus und reine Trennung und reine Segregation, das, was wir zum Beispiel in Südafrika hatten und was leider jetzt auch wieder umgeschwirrt ist. Denn wenn man Energie reingibt, kommt auch diese Gegenenergie raus. Und diese Menschen sind sehr selbstbewusst, sie schreiben das auch. Wir wollen die Rassengerechtigkeit, so nennen sie es, aber es ist ja Trennung, es ist Spaltung. Und man hat ja auch schon gesehen, dass gewisse Black Lives Matters Gruppen Armeen gebildet haben und sie wollen sich abspalten von Amerika und mit Waffengewalt also ihr eigenes Territorium da erschaffen und auch Steuern eintreiben. Noch nie früher waren wir auf einer Demo, Honey. Holly, ist ja interessant, einige unserer Kommentare wurden ursprünglich als Spam markiert. Ach ja, du, die gucken auch überall zu, also mach dir keine Sorgen. Wir können KI-Tools auch zum Guten nutzen, zum Verbinden von unseren Ideen. Ja, natürlich, Martin. Also nochmal, ich will aber darauf eingehen. Ja, also diese selbsternannten Eliten sind selbstbewusst. Sie sind teilweise sogar ins Gesicht, in unser Gesicht ehrlich und sagen uns, was sie vorhaben. Geht auf ihre Seiten, geht zum World Economic Forum. Ich sage es immer wieder, schaut euch es an, was sie vorhaben. Ja, und dann müssen wir auch wissen, was haben wir denn vor? Alexandra Heinrichs, mich persönlich bedrückt das alles, was vor sich geht. Je mehr ich mich mit alledem beschäftige und je mehr ich hinterfrage, bemerke ich, dass es mich stetig deprimierender macht. Insbesondere der Umgang untereinander, die Masken, von denen jeder genervt ist, das Personal, von dem ich täglich angemeckert werde, weil ich in irgendeinem Laden die Maske nicht zu den Augen ziehe. Es ist alles so feindlich, mich zieht es total runter. Also, liebe Alexandra, bleib in deiner Mitte. Der Mensch ist hier, um zu leben. Und zwar so, wie er oder sie möchte. Die Menschen, die euch etwas aufzwingen wollen, was ihr nicht wollt, das sind die Leute, die euch missbrauchen. Das ist so einfach zu verstehen. Ganz einfach zu verstehen. Wenn du irgendetwas tust, was dir nicht gut tut oder gegen deine eigene Würde, gegen deine eigene, dass du das mit deinem Gewissen nicht vereinbaren kannst, dann bist du richtig. Alle, die dich daran hindern wollen, deine Freiheit auszuleben als Mensch mit allem Arten, Organen und Sinnen, die wir brauchen, die nötig sind. Alle die, und du brauchst gar nicht deprimiert werden. Ich bin auch deprimiert teilweise wegen den Bürgern, weil die Politik habe ich verstanden, da ist nichts zu holen. Auch die großen Konzerne, es geht alles nur um Finanzen. Immer schon, und das hieß ja auch immer, Geld regiert die Welt. Wann wollen wir dieses ändern? Wann wollen wir dieses ändern? Weil die ganzen Skandale mit der Pharmaindustrie, mit den Terrorwaffen, mit den Drohnen, mit Menschenhandel, mit Kinder und so weiter, geht alles um Geld. Du kannst keine Kinder verkaufen, wenn es kein Geld gibt. Du kannst kein Geld damit machen, mit irgendwelchem Blut oder mit irgendwelchen anderen Geschichten, wenn es dieses Geld nicht gibt. Aber gut, das ist jetzt nicht mein Thema heute. Ja? Über Geld habe ich genug geredet. Da bitte Professor Dr. Hörmann, Franz Hörmann reinziehen, erkennen, Finanzsystem. Stopp mal, ich habe, glaube ich, noch nicht ganz begriffen, wie das funktioniert. Dann guckt euch es an. Alle, die das noch nicht begriffen haben, bleibt in eurer Mitte, bleibt stark. Bleibt doch stark, weil ihr seid das Beispiel.
Und wenn ihr unerschütterlich seid, ich weiß, ich kenne das auch. Ich kenne das, was du vorhin gerade beschrieben hast. Jedes Mal werde ich angesprochen. Ich werde auch beleidigt in der S-Bahn oder sonst wo. Ich werde immer wieder konfrontiert damit. Ja, aber ich bleibe standhaft. Ich bleibe standhaft und hole mir diese Energie wieder in der Liebe, in der Familie, deswegen bildet euch doch eine kleine Gemeinschaft, ja, wo immer ihr auch seid. Und ich denke, dass der 1.8. ein gutes Beispiel dafür ist, dass wir dort uns sehr gut vernetzen könnten. Nehmt bitte Visitenkarten mit, nehmt Papier und was zu schreiben mit, damit ihr euch mit den Leuten, die die ähnlichen Interessen haben wie ihr, austauscht, ja. Und all die anderen Leute, die nicht tolerant genug sind, ich toleriere es ja auch, wenn jemand unbedingt geimpft werden will. Ich toleriere es auch, obwohl es schwer für mich ist, wenn ich die ganzen Gesichter sehe, wie sie ihre Sinnesorgane, die Nase und den Mund, zumachen und dann noch die Ohren zumachen. Dann gucken ja nur noch die Augen und die Augen gucken nach unten. Das heißt, sie sind absolut in ihrer, ihr müsst vorstellen, sie sind in ihrer Blase. Sie sind mit Kopfhörern, Mundschutz und Augen nach unten. Sie sind weg. Sie sind nicht da. Sie können nicht kommunizieren. Da musst du sie schon anstupsen und anfassen sollst du sie ja nicht, ne? Wir müssen Abstand halten. Die Kommunikation fehlt den Menschen. Ich habe gestern beim Bootfahren, als wir das aufgebaut haben, aufgepumpt haben, kamen ganz viele vorbei und haben gesagt, oh, was kostet sowas? Das ist ja gut für die Umwelt und so. Wie lange hält sich sowas? Das ist ja gut für Sport und Bewegung und so weiter und auch für die Familie, um da zusammenzusitzen in so einem Boot und ein bisschen Picknick zu machen und allein zu sein und frei zu sein. Da kamen ganz viele ins Gespräch und da ist mir aufgefallen, wie es den Leuten fehlt. Es fehlt ihnen zu kommunizieren. Denn nur durch die Kommunikation kommen wir weiter. Jedoch nicht durch eine denunzierende, attackierende, respektlose, beleidigende Kommunikation. Da können wir nichts holen. Und ich kann auch hier noch mal raten, weil ich habe vorhin diesen Thread von gestern gelöscht, weil dieses Ego von beiden Seiten kam. Weil man wird natürlich getriggert und will seine Meinung dazu äußern. Und da kam so ein junges Mädchen auf meine Seite, wie auch immer sie kam, wahrscheinlich durch dieses Lied, genug, genug, ja, und hat gesagt, ja, was für ein blödes Lied das ist und da ist auch gar kein Refrain drin und der Inhalt erst und wie kann man nur so ein schlechtes Lied schreiben und vor allem lauter Verschwörungstheorien und so weiter. Und da habe ich zu ihr gesagt, ja, wo kann man denn ihre Lieder hören, so dass ich mir auch vielleicht ein Beispiel nehme, wenn sie schon kritisiert und so. Und dann hat sie gesagt, und da kommen wir dazu. Dann hat sie gesagt, ich bin kritisch genug, dass ich meine Qualität erkenne und es nicht in die Öffentlichkeit gebe, wenn man ein Lied schreibt. Sie hat noch gesagt, wenn du so intelligent bist, ein Lied schreiben zu können, dann bist du ja auch so intelligent, die Verschwörungstheorien zu erkennen. Und als ich sie dann gefragt habe, ja, dann zeig mir doch dein Lied. Ich habe nicht angefangen zu erklären, dass ich schon fast 400 Lieder geschrieben habe und tausende von Konzerten gegeben habe. Warum soll ich hier sagen, ich muss keinem beweisen, wer ich bin, was ich bin. Ich mache nur mein Lied. Ich schreibe nur mein Lied. Mein Lied, das kommt aus mir. Da hat mir keiner einen Auftrag gegeben. Keiner hat gesagt oder mich gezwungen, für Geld irgendetwas zu machen. Nein. Habe ich ganz alleine gemacht. 3 Tage, 2 Tage geschrieben, einen Tag Video sogar gemacht. Habe keine Hilfe dazu bekommen von niemandem. Und dann sagt sie zu mir, sie hat sich sozusagen nicht getraut, weil sie von sich selber denkt, sie schreibt schlecht. Und wie soll sie das in die Öffentlichkeit geben? Da bemerkt man doch, wie klein sie sich fühlt. Und dieses Fühlen, dass du dich so klein fühlst und nichts bewegen kannst, weil ja die Ansprüche an dich selber und von der Gesellschaft ganz andere sind. Und daraufhin habe ich zu ihr gesagt, naja, dann hast du wohl zu viel gekaufte Radiomusik gehört oder zu viel Fernsehen geglotzt. Denn dort kriegst du nur Musik, die ein Produkt ist, um dich zu erreichen. Und diese Lieder wurden fast alle gekauft, die ihr jemals im Radio gesehen habt, die ihr jemals im Fernsehen gesehen habt. Das ist Musik, die zum Verkaufen ist. Kunst. Es gibt Kunst, die man verkaufen kann,
und Auftragsarbeit sind. Und es gibt Kunst, die wirkliche Kunst ist, die also aus dir herauskommt. Das ist zum Beispiel, wenn du abends deine Gitarre nimmst und sagst, heute ist ein wunderschöner Tag und ich habe wirklich gelebt. Ja, das ist Kunst. Das kommt aus dir raus. Ob du dich dann traust, es zu veröffentlichen oder nicht, das ist deine Sache. Aber alles, was im Radio und im Fernsehen gezeigt wird, an Musik zum Beispiel, bleiben wir bei dem Fach Musik, ist doch etwa ein Produkt, das gestaltet wird für dich. Oder glaubst du, es gibt nur halbnackende, sich regelnde mit Silikonbrüsten und Silikonlippen und was weiß ich, verrückten Frisuren, nur die also Musik machen. So sollen die alle aussehen, oder was? Und topfit, vom Trainer getrennt. Nein, das ist eine Realität, die euch vorgegaukelt wird. Und dann heißt es von manchen, ja, was habt ihr denn für Erfolg gehabt in dieser Vernetzungsbewegung. Großen Erfolg. Aber den kann man nicht messen. Der Erfolg ist, dass so viele Menschen begriffen haben, dass alles einen Zusammenhang hat miteinander. Und dass diese Bewegungen jetzt zusammenfinden. Aber das kann man nicht im Fernsehen sehen. Und es ist auch nicht wichtig, es zu sehen. Wichtig ist, dass ihr in eurer Mitte bleibt. Und einfach weitermacht. Denn ihr gebt den anderen ein Beispiel. Wenn ihr jetzt auch anfangt aufzugeben, weil euch das zu stressig wird, ja, dann wird das Bild, dann wird die Maske, wie man sie jetzt schon nennt, zur Alltagsmaske. Man nennt sie jetzt Alltagsmaske. Habt ihr verstanden? Und wenn ihr das möchtet, dass es sich integriert in die Alltag, in den Alltag, dann wird es so sein. Dann werden trotzdem immer noch diejenigen, die sich verwurzelt als Mensch sehen, immer noch ohne Maske rumlaufen, bis sie wahrscheinlich irgendwann verprügelt werden. Oder vielleicht sucht man die dann auch, ne? Wenn die App auch, wenn ihr nicht verstanden habt, was diese App mit euch machen kann. In Verbindung mit 5G und den neuen, diesen neuen mRNA-Vaccines, also Impfungen, dann kann man auch keinem mehr helfen. Geht doch einfach auf die Seite und hört euch doch an. Da steht doch, vom Leben bis zum Tod wollen sie uns begleiten. Ich brauche keine Begleitung von irgendeiner App. Habe ich noch nie gebraucht. Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt braucht und ich will auch nicht dauernd wissen, wie viele Kilometer ich gelaufen bin. Ich will auch nicht wissen, wie mein Herzschlag dauernd ist. Das spüre ich. Ich will auch nicht wissen, wie viel Kalorien ich essen darf. All diese Kontrollsysteme, die von außen kommen, vergesst es doch. Und diese Konfrontation, also da passiert halt was mit den Menschen, die glauben, sich in Sicherheit zu wähnen. Dass die Regierungen dieser Welt ja schon das Richtige für uns tun. Wann haben sie jemals das Richtige getan? Die Regierung hat jetzt so viele Waffen verkauft in der Corona-Zeit, da wird einem schlecht. Und Umsatz gemacht. Wie findet ihr das? Ist das jetzt Priorität? Waffen? Wir leben seit dem Zweiten Weltkrieg nur noch in einem waffendominierten Welt, in einer waffendominierten Welt, in einer kriegsdominierten Welt. Nur scheint das keiner zu raffen. Dann reden Sie mal hier über die NSDAP-Zeit und den Zweiten Weltkrieg. Wir sind seitdem im Dritten, im Endeffekt. Ein Krieg gegen die Menschen, ein Krieg gegen die Menschheit. Sie wollen uns kontrollieren, wo es nur geht. Und wer das nicht versteht, der wird es wahrscheinlich einfach so hinnehmen und denken, sie tun das Beste für uns. Das haben sie aber noch nie getan. Noch nie.
Während wir hier vielleicht alle bemerken, dass wir alle pleite gehen und keiner mehr einen richtigen Job ausüben kann und im Herbst vielleicht auch nicht mehr der Bäcker um die Ecke da ist oder auch der Friseur um die Ecke nicht mehr da ist. So Kleinigkeiten. Der wird verstehen, dass die Abhängigkeit, sie treiben uns in die Abhängigkeiten der großen Konzerne. Und das schon seit Jahren. Das ist ja klar. Ihr seht ja überall die gleichen Geschäfte, fast auf der ganzen Welt. Sie haben noch nicht alles erwischt, aber fast die ganze Welt. Und das tun sie. Das tun sie doch schon lange. Und die ganzen Konzerne, die dann übrig bleiben, sind sozusagen diejenigen, die alles über uns zu bestimmen haben. Und so kann das nicht gehen. Also nach meiner Meinung nicht. Aber nach anderen vielleicht schon. Ach ja, die werden schon für uns sorgen. Werden sie sich wirklich Bonis reinziehen ohne Ende in der Corona-Zeit. Millionen von Bonis an die CEOs, Manager der großen Companies, der großen Firmen. Und die Menschen sind sie jetzt mit sich selbst sozusagen konfrontiert. Denn die Realität, wie sie dargestellt wurde, und ich habe ja fast noch nie wirklich Fernsehen geguckt, schon als Kind nicht. Also wir hatten auch beide keine, ich habe ja schon mal gesagt, meine Schwester und ich hatten keine Fernseher, wir haben auch kaum Fernsehen geguckt als Jugendliche. Ich war fast nur draußen. Und auch später hatte ich kein Fernsehen. Ich habe einen Smart-Fernseher, ja, aber ich habe keinen Kabelanschluss. Also ich habe das nicht wirklich benutzt in meinem Leben, weil ich ja eine Künstlerin bin und also frei gestalte. Ich gestalte frei, ja. Völlig unabhängig von irgendwelchen Meinungen. Und natürlich ist mir klar, dass das, was ich mache, nicht alle begeistern wird. Aber dass die Leute nicht merken, wie intolerant sie anderen gegenüber sind. Auch denen, die immer noch das glauben, was sie da glauben. Wir kommen da nicht weiter. Wir können nur Interesse zeigen und sagen, ja, zeig mir doch dein Lied. Hast du auch einen Videokanal, wo ich dich mal angucken kann, wenn die sagen, sie hätten recherchiert und so? Dann sag doch mal. Hey, hast du auch einen Kanal oder kann man ein Buch lesen oder hast du mal einen Bericht darüber geschrieben, weil du sagst doch, du hast schon geforscht. Ja, dann gib dein Wissen weiter. Und dann können wir reden. Also ich kann euch ans Herz legen, also mein Lied, und da gibt es noch mehrere Lieder da im Netz, bis zum 1. August wirklich kräftig zu teilen. Es bewegt sehr viele Menschen, andere triggert das extrem, ja, weil sie auch die Bilder, die ich benutzt habe, ne, mit den älteren Frauen und mit den Kindern und so, die ja wirklich stattgefunden haben auf diesen ganzen Demonstrationen, die schlimm anzusehen sind. Aber ich sage ja auch in dem Lied, wir haben viel zu lange zugesehen. Und klar triggert das ein paar Leute, ne? Aber das ist einfach so. Und sie werden nach und nach erkennen, weil der Eiter, der ist nicht mehr aufzuhalten und die Heilung, die braucht noch lange. Im Moment sind wir im Stadium, wo der Eiter rauskommt. Und da kommt noch eine Menge raus. Deswegen sage ich meine Schätzung 2 bis 3 Jahre. Die Heilung kann erst dann beginnen, wenn wir erkannt haben, wie viel Dreck da drin war und woher die Infizierung kam, ja. Die Infektion. Die Infektion halte ich immer noch, wie gesagt, für das Finanzsystem. Denn das macht alles möglich. Man kann Organe sich kaufen, man kann sich Kinder kaufen, man kann Dinge machen, man kann sich Anwälte kaufen, man kann sich Richter kaufen, man kann sich ganze Staaten kaufen, Bundesregierungen, Regierungen allgemein kaufen. Das geht, das geht. Und schaut euch bitte, da stelle ich auch den YouTube-Link hier drunter. Von dem Ausschuss an, von dem Corona-Ausschuss der Anwälte, die jetzt Mediziner hören, anhören. Meldet euch auch, wenn ihr selber Mediziner seid und noch mehr Informationen habt, meldet euch bei diesem Corona-Ausschuss. Man kann es immer wieder live mit anschauen. Ihr könnt das auch teilen und auch das Video runterladen und verteilen oder auf Telegram hochladen, dass es nicht verschütt geht. Und dann informiert alle unsere Bundestagsabgeordneten mit diesem Ausschuss. Schickt ihm liebe Grüße. Sind Sie auch schon informiert worden, dass es einen Corona-Ausschuss gibt, einen außerparlamentarischen, der sich mit dieser Sache befasst? Hier haben wir für Sie die Links. Schreibt hin, bitte.
Na, das ist das Mindeste, was ihr machen könnt, eine E-Mail schreiben an die Bundestagsabgeordneten, dass sie sich doch bitte mal diesen Ausschuss immer wieder angucken, anhören. Und ich denke, es wird dann ein großes, großes Buch geben, also die Studie darüber, über diesen Ausschuss. Und was wir machen können, ist nur wirklich alle informieren darüber, dass sie wissen, wie die Pharmaindustrie in dieser Corona-Geschichte mit drin ist. Und nicht nur in dieser. Das war ja auch die Schweinegrippe und die Vogelgrippe und so weiter. Und was für Machenschaften mit den Impfungen passieren, wer daran verdient, wie Impfungen, wie die Impfgeschichte ist, was das Finanzsystem damit zu tun hat, die Wirtschaft damit zu tun hat und am Ende wir alle damit zu tun haben. Also, oh, es ging ja hier weiter. Guck mal, ich lese euch. Ich habe schon gedacht, da hat keiner mal geschrieben. Schade, ich muss weiter. Okay, Tag. Hallo, hallo, hallo. Was habt ihr noch geschrieben? Rosalind, hallo. Hallo, Mainstream. Peter, nachher kommt noch raus, dass Helene Fischer von Voice Double hat. Nein, aber ich glaube, die singt ganz gut. Heike, genau, Paula, du bringst es auf den Punkt. Danke. Martin, wie seht ihr das mit IIŠG? Ist doch Bundesebene. Es hilft noch nicht mal Volksentscheide auf Landesebene gegen Impfzwang bzw. freie Impfentscheidung. So ist es, Paula, auf den Punkt gebracht. Danke, Jenny. Wir sollten alle Millionen diesen devoten Lappen nicht tragen, dann geht es keinen mehr. Ja, natürlich, aber das ist ja das. Aber erstmal musst du selbst bewusst werden, so wie ein George Soros oder ein Bill Gates oder eine Frau Merkel, die läuft ja auch ohne rum. Jetzt hat sie es natürlich, nachdem sie Kritik eingesteckt hat, auch mal getragen, aber die wird das Ding nicht ertragen und ihr habt das gesehen. Es ist alles eine Fassade, es ist immer schon eine Show gewesen und es ist auch eine große Show. Es ist nichts anderes als die anderen Shows mit dem Klimawandel, mit allem, mit den Impfungen jetzt. Es ist immer eine Show. Jede Musik, die ihr gehört habt, jedes Kunstwerk, das hochdotiert ist, ist eine Show. Es ist eine Show. Jede Klamottenwerbung ist eine Show. Jeder Hollywood-Film ist eine Show. Wir müssen selber Filme drehen. Filme von der Realität, wie wir sie wahrnehmen. Nicht mit Filmen wie Top Gun, die das US-Militär hochhalten, die Waffen, immer wieder, ihr seht Waffen, in fast jedem Krimi gibt es Waffen, sie schießen sich tot, das ist alles eine Agenda, um die Leute in Angst zu halten. Ich habe das wenig konsumiert in meinem Leben, deswegen habe ich wahrscheinlich auch dieses Selbstbewusstsein zu sagen, hört mal, was macht ihr denn für einen Scheißdreck den ganzen Tag? Auch wie sie die romantische Liebe darstellen. Oder immer dieses sexistische, dieses, ja, sexy sein, sexy sein. Ich bin sexy. Was ist das für eine Realität? Die ziehe ich mir doch nicht rein und habe sie auch mir noch nie reingezogen. Ich sehe sie zwar, ich erkenne sie, aber es war nie eine Integration in mein Leben. Nie. Es war nie integriert in meinem Leben. Nie. Weil ich schon als Jugendliche und als junge Erwachsene gesehen habe, was es für ein Fake ist. Musik, egal was du nimmst, egal was du nimmst. Und Ärzte sind keine Ärzte mehr, sie sind im Grunde nur noch Bürokraten, die dauernd die ganze Zeit einfach nur abrechnen, abrechnen, dokumentieren, abrechnen, abrechnen. Es ist ja gar keiner mehr wirklich in der Lage, genau das auszuüben, was er ausüben will. Weil die ganze Show, es ist immer eine Show, Leute. Es ist ja hier Showbusiness. There's no business like Showbusiness. Und so läuft es. Jede Musik, jeder Film, fast jedes Buch ist eine Show. Für euch geliefert. Freihand, Freihaus. Nicht mal Freihaus. Das Kabel müsst ihr zahlen, das Internet müsst ihr zahlen, das Gerät müsst ihr zahlen und ihr holt es euch. Ihr müsst nämlich alles zahlen. Um euch zu belustigen. Entertainen. Sie entertainen euch. Jetzt gibt es Covid. Aufpassen, aufpassen. Danach kommt. Die haben ja schon fast die ganzen Regeln gemacht, auch in den Flugzeugen. Überlegen Sie, ob Sie das überhaupt so lassen. So auch wie mit den. Einmal wollte einer mit Flüssigkeiten irgendwas da in die explodieren lassen und seitdem dürfen wir keine Flüssigkeiten mit uns tragen. Habt ihr das gemerkt? Das bleibt. Alles das bleibt. Jetzt wollen sie diesen Lappen haben. Jetzt bleibt der Lappen. Kapiert ihr?
Aber die sagen euch die Wahrheit die ganze Zeit. Die sagen euch die ganze Zeit, was sie machen wollen mit dem Transhumanismus. Guckt euch doch einfach mal von der ID Alliance 2020 die Videos an. Die machen ja ganz öffentliche Talks. Guckt sie doch euch alle an. Ich meine, ich gucke es mir ab und zu an, ja, damit ich weiß, von was ich hier rede. Und das ist ganz klare Richtung. Auch der Elon Musk sagt es euch doch auch dauernd. Sie können doch schon KI-Schnittstelle in eure Gehirn reinmachen. Das ist doch nichts Neues, das ist auch keine Verschwörung, auch keine Verschwörungstheorie. Das ist einfach etwas, was von den normopathischen Menschen abgespalten wird und gesagt wird, das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Auch wenn du es hörst, das kann nicht, darf nicht sein. Weil sonst würde ich ja leiden und sonst würde ich verstehen, dass all das, was ich jemals konsumiert habe, erstens nicht gut für mich war, zweitens eine große Show war, drittens mir schlecht getan hat und viertens mich zum Sklaven oder mich zur Prostituierten gemacht haben. Oh, was würde es da passieren? Da würde ja der Burnout sofort eintreten. Und das tut es ja bei vielen. Deswegen leiden ja auch viele. Und ich kann es verstehen. Bleibt in eurer Mitte. Wir werden es nur verändern, indem ihr zeigt, wer ihr seid, was ihr denkt. Und bleibt dabei. Was bedeutet ein Fernseher, der irgendwas propagiert? Was bedeutet ein Radio, was irgendwas propagiert? Ich meine, wir sehen das in den alternativen Medien. Der eine propagiert das, der andere propagiert das. Der beschäftigt sich mit Wirtschaft, der beschäftigt sich mit Ausländern, Flüchtlingen, UN-Migrationspakt. Der andere beschäftigt sich mit Impfungen und Krankheiten und Gesundheit und der andere mit spirituellen Dingen. Ja, genau so vielfältig ist die Welt. Genau so vielfältig. Und was ihr da bekommt, ist doch nur so ein kleiner Ausschnitt. Nicht mal so, vielleicht gerade so. Die wollen ja gar nichts abdecken, denn wenn ihr begreifen würdet, dass ihr genauso stark seid wie ein Elon Musk oder ein George Soros, der, was weiß ich, so alt geworden ist, der ist fast 98 oder was, warum wohl? Hat er frisches Blut bekommen? Hat er Organe bekommen? Vielleicht das Herz ein paar Mal operieren lassen? Ne? Darf man das überhaupt? Was sagt denn die Ethikkommission dazu? Ist doch egal, da fließt Geld. Natürlich fließt da Geld. Und was sagen die ganzen. Wisst ihr, die ganzen Toten in der Sahara, die werden überhaupt nicht thematisiert. Ja, die zum Beispiel Geflohenen, die letzten Jahre, seit 2015. Die Geflohenen, die also über die Sahara nach Libyen wollen und dann zu uns kommen, wenn sie es schaffen. Und die, die das nicht schaffen. Oder teilweise werden sie attackiert von Piraten, von Sahara-Piraten. Das wisst ihr alles nicht, weil es ja nicht im Fernsehen gezeigt wird. Das ist ja alles Verschwörung, Verschwörungstheorie. Ja, aber wenn ihr dann die ersten Bilder mal gesehen habt von Leuten, die vor Ort waren und das gesehen haben und darüber berichten. Denn das sind die Medien, die darüber berichten. Wer auch immer das ist. Ob du das bist oder ein Herr Kleber, ist mir völlig wurscht. Das ist Information. Und da muss man gucken, welche Informationen denn okay sind oder nicht okay, welche Bilder gefälscht sind, welche merkwürdigen Untertöne da drin sind und so weiter. Aber diese Menschen in der Sahara, die da sterben und teilweise auch entführt werden, alleine dort habe ich Zahlen gehört wie 15.000 Kinder, die in der Sahara entführt wurden. Was ist denn mit den Kindern? Wurden Organe entnommen? Wurden sie adoptiert von irgendwelchen reichen Menschen, die keine Kinder kriegen? Zwangs, obwohl sie vielleicht noch Eltern hätten? Oder Madonna, wie sie ihr Kind gekauft hat in Afrika? Die tolle Madonna. Die kauft sich mal ein paar afrikanische Kinder, um denen zu helfen. Eine davon hatte noch Eltern. Also, ich bitte euch. Also, was passiert mit den Sahara-Kindern und Erwachsenen, die dort krepieren und teilweise aufgeschnitten wurden, damit die warmen Organe noch eingepackt werden können. Ah, Abspaltung, ja, Informationen wie diese. Nein, danke. Nein, wo ist denn da das Schiff, das in die Sahara fährt und die aufnimmt? Wo ist denn das Sahara-Schiff von den Menschen, die denen helfen wollen? Wo ist denn das? Und wer hat den UN-Migrationspakt gemacht und die Leute erst aufgefordert zu flüchten? Wer ist denn das? Sind es etwa die, die das kritisieren? Nein, 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 das sind ganz andere. Und die haben es euch gesagt. Aber da stand ja, in einem UN-Migrationspakt ist keine Pflicht. Na, die wollen nur einfach mal die Agenda weiterführen. Das ist alles undemokratisch. Und jeder Mensch, der da stirbt, jedes Kind, das hier stirbt, weil jemand an den Organen Geld verdienen will, an ihrem Blut
an ihrem Kind haben wollen. Wenn du keine Kinder kriegst, hast du keine Kinder. Was willst du denn tun? Willst du die Natur ändern? Und das ständig? Willst du dreimal ein Herz implantiert kriegen, obwohl du schon seit 30 Jahren hättest tot sein müssen? Wie oft willst du das machen? Ist es dir das wert, dass andere dafür sterben, dass du ein drittes, viertes, fünftes Herz hast? Denn nach der Ethikkommission hast du nur einmal die Möglichkeit, nochmal dein Leben zu verlängern. Und wenn es Komplikationen gibt, ein zweites Mal. Aber nicht drei oder fünf oder sechs Herzen oder Nieren oder Leber, damit du länger lebst. Das ist die Perversion, die entstanden ist, weil man sich alles kaufen kann. Freiwillige Enteignung, das ist der Wolf, das ist der Wolf und alle nennen Grant zum Schlachter, Christoph. Meine Meinung, App und Impfung, Identitätsnachweis plus 5G, totale Überwachung gleich einer Entmündigung, ja. Paula, bezahlst du GEZ? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie GEZ bezahlt. Noch nie. Nicht ein Cent. Noch nie. Weil ich euch das erklärt habe. Wenn du nicht in dieser Blase gelebt hast, wenn du, also ich bin eine Künstlerin und das wusste ich mit 5 Jahren schon, bin mit 15 abgehauen, bin mit 16 nochmal abgehauen, weil dann die Polizei mich zurückgeholt hat. Ich habe also seit meinem 16. Lebensjahr, da hat sie nicht mehr nach mir gesucht. Einfach gelebt, wie ich es für richtig gehalten habe. Ohne Fernsehen. Ich habe auch kein Radio gehört. Ich habe Bücher gelesen, habe die Welt bereist und mich mit den Geschichten der Menschen auseinandergesetzt. Und je mehr Geschichten du hörst aus mehr Ländern, desto mehr verstehst du, was hier, wie diese Menschenhaltung funktioniert. Ja? Auch mit der Wissenschaft und so weiter. Ich schaue immer diese Rateshows, Bundestag live, wer sagt die Wahrheit? Bist du nach. Auch Skorpion, Paula, wir haben dafür extra schon Stachel bekommen, um in die Eiterbeulen zu pieksen. Nein, ich bin Jungfrau und Sternzeichen Jungfrau. Ich bin sehr realitätsgebunden, sehr erdgebunden. Ich bin für die Liebe. Die Jungfrau steht für die Liebe, auch wenn sie manchmal ein bisschen kritisch ist und kleinlich ist. Die Männer sind noch kleinlicher, aber ich bin sehr kritisch und achtsam, aufmerksam und das werde ich bleiben. Und ich bin für die Liebe, denn die Liebe ist die stärkste Kraft, die Liebe. Also wenn du Angst hast in dem Moment, weil alle dich attackieren, geh in die eigene Liebe und du wirst sehen, wie du auf einmal strahlst. Du strahlst sofort. Und dann diese Strahlung der Liebe, der Kraft, denn Liebe ist Kraft, die geht sofort auf die Menschen über. Gib ihnen ein Lächeln, auch wenn du innen drin etwas unsicher wird. Gib ihnen ein Lächeln. Wenn mir zum Beispiel eine Frau gesagt hat beim Einkaufen, ziehen Sie die Maske auf, da habe ich gesagt, ach, wissen Sie, ich habe Asthma und ich habe eine Befreiung. Und dann sagt sie, ach, ich habe auch Asthma. Da sage ich, gehen Sie doch zum Arzt. Der wird Sie ja auch befreien, denn das ist ja unangenehm. Eine Show. Eine Show, die sich lohnt. Eine Geschichte. Du gehst auf den anderen zu und sagst, ach, ich weiß, wie sehr sie leiden, denn die leiden alle. Sie brauchen Liebe. Versteht ihr das? Das sind Menschen, die absolut ungeliebt sind, weil sie haben es einfach so geschluckt, geschluckt, dass sie sich anpassen, dass sie Liebe und Kraft gar nicht kennen, was ja für mich das Gleiche ist. Die Liebe ist die Kraft. Ja? Und dann geht er auf sie zu und sagt, ach, ich verstehe sie sehr gut. Und lächelt sie an. Holen Sie sich einen Attest. Glauben Sie mir, ich habe auch so schwer geatmet wie Sie. Und das war eine ältere Frau, die hat nämlich gelitten. Und nur die, die innerlich so leiden, die greifen dich ja an. Leute, die innerlich nicht leiden, die werden doch nicht dich angreifen. Das sind schwache Menschen. Menschen, die andere angreifen, sind schwache Menschen. Ich gehe doch auch nicht unter einen YouTube-Kanal. Ich habe heute auch mit der Heidi Wichmann geredet, mit der Dr. Heidi Wichmann, und habe gesagt, ja, guck mal, ich gucke mir auch diesen Hajo Müller gar nicht an. Ich kann ihn nicht anhören, weil er mir so langsam redet und so. Aber ich würde doch nicht auf die Seite gehen und sagen, Hajo Müller, du bist blöd, ich kann dir nicht zuhören, ich langweile mich bei dir. Warum? Wenn es andere gibt, die auf die Frequenz laufen von Hajo Müller, bitte,
Gibt ja auch genügend, die David, wie heißt der, Bohlen, wie heißt der mit Vornamen? Dieter Bohlen hören. Bitte. Warum sollte ich jemanden angreifen, der Dieter Bohlen hört? Der macht doch keinen Sinn. Also ich bin ja in meiner Mitte, also werde ich nicht versuchen, Leute anzugreifen. Und dann hatte mir diese junge Frau unterstellt, die mich auch wegen des Liedes kritisiert hat, dass ich mit meinem Lied ja so vielen Menschen Angst mache. Und ich nehme es ernst, wenn Leute sagen, hey, du machst mir Angst. Weil Angst bedeutet, sie kann es im Kopf nicht klarkriegen, diese Information. Sie hat dann Angst mit solchen Aussagen. Und das ist natürlich schlecht. Ja. Gut, ich glaube, ich habe heute genug erklärt mit dieser Problematik im Kopf. Schreibt selber einen Artikel, schreibt die Bundesregierung an, gebt den Link weiter von diesem Ausschuss, Corona-Ausschuss. Es ist super interessant. Hört es euch an, der Herr Professor Dr. Wodak hat wunderbar in stundenlanger Ausführung ganz genau erklärt, was mit der Pharmaindustrie ist, wie die Verträge ablaufen innerhalb der UN und so weiter, wer eine Pandemie ausrufen kann, wie die Pandemie ausgerufen werden kann, wie die Veränderungen, also die Gesetzesänderungen oder sagen wir, es sind ja keine Gesetze, es sind ja nur Empfehlungen, verändert werden. Und so weiter und so fort. Wer sich daran bereichert, was für Adjuvantien da drin sind, also Inhaltsstoffe in den Impfmitteln, was es für neuartige wie die mRNA-Impfgeschichte gibt, also die unsere Gene dann anfängt anzugreifen. Klar will man das nicht hören. Es sind auch keine tollen Themen. Aber wie gesagt, ich bin erdgebunden, realitätsfreundlich. Und ich sehe die Realität aus verschiedenen Perspektiven. Deswegen kann ich so viele Menschen akzeptieren. Und ich weiß, dass nicht alle so offen sein können wie ich, auch nicht aus unserer Bewegung. Aber es lohnt sich daran zu arbeiten, wirklich, dass man verschiedenste, sehr radikale Einstellungen, mit denen, dass man sich konfrontiert mit denen und mit denen in Austausch kommt. Alle, die einen angreifen oder die einen aufhalten wollen. Die haben fehlenden Mangel an Liebe und an Kraft. Also, sobald jemand euch angreift, verbal oder auch auf andere Art und Weise, natürlich auch mit Gewalt, das ist ja schon klar, habt ihr es mit Menschen zu tun, die sehr schwach sind. Und diese schwachen Menschen, die kannst du im Grunde, den kannst du nur entgegentreten, indem du ihnen also diese Kraft zu spüren gibst. Und vielleicht gibst du denen ein wenig ab von dir. Mehr ist da nicht zu machen. Wenn ihr also in die Konfrontation mit denen dann geht und in die Argumentationskonfrontation, ich sage ja immer, weißt du, irgendwie, wenn mich auch jemand angreift, sage ich, irgendwie habe ich dich auch gerne. Und das hassen sie am Schluss dann, wenn du sie liebst. Wenn du sagst, hey, irgendwie habe ich dich lieb. Ja, das ist dann so ein Riesenschock, weil sie gewohnt sind, dass man kämpft. Also sie wollen kämpfen und ich kämpfe nicht. Ich kämpfe nicht mit denen, weil warum soll ich mit jemandem kämpfen, der nicht in seiner Mitte ist und sowieso nur attackieren möchte aus Mangel an Liebe, aus Angst, diese Realität zuzulassen. Stefan, du bist super, da haben wir, danke, da haben wir was gemeinsam, liebe Paula, ja. Wir haben sowieso sehr viel gemeinsam. Da haben, ja, Martin, höre später weiter. Okay. Hi, liebe Antje. Heidi ist auch dabei. Warren Buffett trinkt jeden Tag 2 Liter Coca-Cola. Woher weißt du das? Weißt du eigentlich, dass der Mode-Zar da von Chanel, wie hieß er nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen. Der gestorben ist, der hat auch immer Coca-Cola Light getrunken. Ne? Vielleicht ist es ja auch, das ist ja auch Rostreiniger, vielleicht reinigt es ja auch die Venen oder so. Da kommt noch mehr ans Tageslicht. Ja, richtig, Holly. Das Volk, das von Angst getrieben seiner eigenen Entrichtung zustimmt. Ja, Hani. Es wird auch Zeit, dass alles ans Tageslicht kommt. Richtig, Roswitha. Hallo, Paula. Hast du das Loslassen mit genveränderten Insekten schon gesehen? Ja, habe ich gesehen. Es soll dabei verhindert werden, dass diese sich fortpflanzen können. Ja, das wollen sie ja dann auch mit uns machen. Heike, Paula ist einigen übt die Wahrheit nach Angst aus. Bei einigen übt die Wahrheit. Ja, Heike, darüber habe ich ja gerade geredet. Und diese Angst, die müssen wir begegnen und auch ernst nehmen. Also, wenn jemand sagt, ich habe Angst
von dem, was du da erzählst, dann müssen wir das ernst nehmen. Versteht ihr? Ich meine, versetzt euch in diese Personen rein, die also immer gedacht haben, hey, hier läuft doch alles gut. Ann-Christine, nicht nur Mängel an Liebe, vielleicht sind es ganz simpel nur Arschlöcher. Ja, aber wie wird man zum Arschloch, indem man wirklich immer selbst erniedrigt wurde, selbst gehänselt wurde, selbst missbraucht wurde, selbst schlecht gemacht? Arschloch wird man nicht einfach so. Zum Arschloch werden die, die am wenigsten geliebt wurden. Die zum Beispiel, und dieses Mädchen, der wurde ja leider, und deswegen habe ich ja auch diesen Thread gelöscht, weil einige von dieser Aufklärungsbewegung leider auch sie angegriffen haben und gesagt haben, ja klar, so wie du aussiehst, die sah auch aus, als ob sie nicht so viel Selbstbewusstsein hat, aber das könnt ihr so nicht machen. Also dann auch noch drauftreten bei Menschen, die schwach sind, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Das sieht man doch schon jemand, ob jemand schwach ist, ob er eine Brille trägt, ob er so bleich ist und zurückgezogen ist. Und das merkt man doch, da muss man nicht drauftreten und noch nachtreten. Da muss man nur erkennen, dass diese Menschen wirklich erstens auch Aufmerksamkeit brauchen, weil sie attackieren ja. Dann brauchst du Aufmerksamkeit. Du willst also, dass der andere, in dem Fall war ich das, ich soll also auf den Kampf eingehen. Aber das tue ich nicht. Ich gehe nicht auf den Kampf ein und sage ja am Schluss, hey, ich finde dich irgendwie nett und so. Ich bleib da drin. Ich bleib in der Liebe. Weil dann sind sie mit sich selbst konfrontiert, weil sie die Aktion von sich aus irgendwann abbrechen, weil sie merken, da ist ja gar kein Kampf, keine Kampfbereitschaft. Und ich habe keine Kampfbereitschaft. Ich habe große Bereitschaft, um mich als Beispiel zu zeigen, dass ich mit allen kann. Ich kann mit Schwulen, ich kann mit deutschen Patrioten, ich kann mit allen. Weil ich alle verstehe auf eine Art und Weise, weil sie alle einfach nur geprägt sind von Dingen, die sie bisher gehört haben. Heute höre ich das erste Mal von einem gewissen Richard Branson. Angeblich hat er eine Insel, die ähnlich wie Jeffrey. Ja, ich weiß Bescheid, Herr Holly, weiß ich alles. Da gibt es noch mehrere Inseln. Da gibt es von den sogenannten Eliten, die haben mehrere Inseln und keiner weiß, was darauf passiert. Das sind doch nur kleine Tröpfchen, die wir hier finden. Der Eiter kommt jetzt erst hoch. Ihr werdet sehen. Und all die auch in Steueroasen. Da kommt alles. Wir haben zwar schon ewig berichtet. Die gibt es nun mal auch, ja. Du meinst Karl Lagerfeld, genau, Peter. Andere angreifen, die schwach sind, ist das allerletzte. Man muss zu den Schwachen halten, ja. Die Schwäche merkt, beziehungsweise sie sieht man an der jeweiligen Körperhaltung. Richtig, Heike. Aber dann soll man nicht drauftreten und ihr bitte auch nicht. Wenn einer Mist erzählt, in eurer Sichtweise Mist erzählt und sagt, ja, aber hier, die Regierung will nur das Beste für uns. Und du siehst, dass dieser Mensch sowieso ein schwacher Mensch ist und sowieso darunter ist, schon leidet, ja, dann tritt nicht nach. Tritt nicht nach. Und versuchen sie zu stärken, genau. Branson, wenn einer schön seine Firma Virgin nennt, genau, Virgin Records, genau. Virgin, Jungfrau Records. Klar, Peter. Peter hat es total kapiert, der ist auch ganz ruhig, trinkt vielleicht ein, zwei Gläser Wein, etwas mehr manchmal, vielleicht auch nicht mehr. Aber bleibt in eurer Mitte. Auch Alexandra, du erzählt hast, dass du hier manchmal einfach das nicht erträgst. Geht uns allen. Geht uns genauso. Schreibt aber bitte der Bundesregierung und zwar allen oder sagt das auch euren Leuten, ja. Sie sollen hinschreiben und ihnen die Links geben zum Corona-Ausschuss, sonst kommt das nicht an sie ran. Das ist wie so eine Firewall um sie herum. Ja, die ganzen Berater sind so eine Firewall um die Regierenden herum. Und auch, tut mir leid, aber Sarah Wagenknecht hat wahrscheinlich gar nichts kapiert, wenn sie immer noch für die Arbeiter sich stark macht. Welche Arbeiter? Du meinst die ganzen Arbeitssklaven? Du meinst die ganzen Prostituierten? Die sich täglich verkaufen müssen. Meinst du die für Sarah Wagenknecht? Meinst du die? Hast du es nicht verstanden? Dein Burnout war doch letztes Jahr schon da. Hast du es nicht verstanden? Dass du mal wirklich jetzt nicht mehr heißen Brei ums Maul redest, sondern mal wirklich ins Wespennest reinstichst? Nein? Schade. So,
Ich habe meinen Dampf abgelassen für heute und meine Moralpredigt gehalten. Ich hoffe, das war okay für euch. Bitte teilt dieses Video. Ihr könnt auch immer Teile, also ihr könnt euch jedes Mal das Video runterladen, weil Urheberrechte haben die Milliarden von Menschen vor uns gehabt. Die haben die Urheberrechte gehabt. Wir haben hier keine Urheberrechte und auch keine Patente zu vergeben. Denn das ist auch der Markt, der das Schlimmste verursacht mit den Patenten und den Urheberrechten. Das Schlimmste. Aber da verstehen noch viele nicht viel, weil sie immer noch Geld verdienen wollen und weil das ja mein Gedanke ist, mein Eigentum, mein Gedanke ist mein Eigentum. Nein, dein Gedanke bewirkt, sobald du es denkst, ganz, ganz viel auf dieser Welt. Es ist nicht deine, auch nicht dein Lied. Ist auch nicht mein Lied. Ich mache das Lied für alle. Ich habe es aus mir rausgeholt, ja. Aber wer ein Buch schreibt, wer ein Bild malt, wer einen Bericht schreibt, wer einen Brief an die Regierenden schreibt oder an die Bundestagsabgeordneten, der hat es richtig gemacht. Ganz einfach. Mach was. Und du kannst was machen. Auch wenn es nur eine E-Mail ist, ein Brief oder was ausdrucken, mit Links drauf, in der Nachbarschaft verteilen, in die Briefkästen rein. Ich habe auf dem Boden neulich gesehen, ein Flyer, da stand, sie wollen uns alle komplett überwachen. Und das sah aus wie ein Flyer von einer weißen Rose im Zweiten Weltkrieg oder zur Zeit der NSDAP. Traurig aber wahr. Da liegen sie nun auf dem Boden, die Warnungen vor einer kompletten Bevölkerungskontrolle. Auf dem Boden, zertreten. Macht weiter. Alles Gute. Und teilt mein Video weiter, bitte. Und danke, dass ihr so kräftig geteilt habt. Also wird es wahrscheinlich um die 7.000. Und wenn wir es weiter teilen, vielleicht kann das ja auch noch mal mehr werden. Auf jeden Fall weckt das Lied auch auf. Denn genug haben wir an Liebe und Kraft und genug haben wir von dem da draußen, von dieser Illusion. Bis bald.